Wir machen ja einen Spieler. Ich tue nicht dazwischen funken. Meinst du, der meinte hier? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Silas. Und er will nicht reden gerade, deswegen muss ich das jetzt übernehmen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Nein, nein, ich übernehme nicht den ganzen Block. Keine Sorge. Wir sind jetzt gerade am Wandern. Wunderschön hier. Ich glaube, dir gefällt es auch, oder? Ja. Komm, jetzt zeig dich mal. Hallo! Oh, ja, wir sind vom Weg abgekommen. Ah. So, und warum sind wir vom Weg abgekommen? Weil wir wurden verfolgt. Vom Förster. Der hat geschrien, ihr dürft hier nicht lang! Und dann sind wir abgehauen über irgendwie, ich weiß auch nicht genau. Nein, Quatsch. Und wir haben Müll unten gefunden. Und da müssen wir natürlich runter und den aufsammeln. Nein, wir wollen einfach mal kurz ans Wasser und eigentlich darf man das nicht. Aber wir gehen jetzt nicht ins Wasser oder so, wir holen nur den Müll als Alibi. Musst du es doch nur aufnehmen. Und übrigens habe ich hier Kaffee drin. Ich habe hier einfach Kaffee drin. Kaffee. Natürlich muss ich auch Kaffee mitnehmen, wenn ich hier sowas mache. Oh, geil, Pilz. Oh mein Gott, mir wird schwindelig. Mach die Kamera aus. Warum? Weil du, ich mach mich hier voll zum Affen. Nein. Guck mal, ganz alleine hast du diesen Aufstieg geschafft, den man auf dem Display überhaupt gar nicht sieht. Das sieht einfach aus, als wäre das ein ganz normaler Weg, ohne Scheiß. Ja, das kommt vom Weitwinkel, glaube ich. Okay. Aber sie sind schon ein bisschen stolz auf sich. Ja, klar, voll. Guck mal hier, dieses Riesenspinnen. Jetzt gehört bestimmt eine Riesenspinne. Jetzt fällt mir die runter. Stell dir mal vor, sie bricht ab und ist weg. Muss mal gucken, wie das aussieht, wenn man das aneinander links guckt. Das ist so dämlich, ey. Ja, ich war jetzt gerade hier unten hinter der Staumauer. Jetzt muss ich hier wieder hochlaufen. Chiquita ist noch oben. Hier kann man normalerweise nicht lang. Aber ich habe mich verlaufen und deswegen war ich schon auf einmal hier. Verlaufen. Ja, offiziell halt. Ist richtig geil. Oh, du Scheiße. Das sind einfach lila Pilze. Ich meine lila. Das ist krass. Okay, zur Chiquita. Das ist unfassbar. Wasser? Kein Wasser. Wasser? Kein Wasser. Wasser? Chiquita, wie sie ein Selfie macht. Ja, wir sind jetzt hier auf irgendwas, der dünnen Sperre oder so. Krass, guck mal, die kann man umklappen. Warum kann man die umklappen? Ja, ist ganz fancy hier. Ist echt schön eigentlich. Schon überlegt, ob ich hier irgendwo ein Graffiti hinmache mit meinem Namen. Oh, hier kann ich nicht stehen, das ist echt, weil da kein Wasser ist. Wenn ich da reinfalle, dann bin ich tot. Da war ich, guck mal, genau hier. Siehst du da diesen komischen Nippel, der da aus dem Berg rauskommt? Nippel? Ja, das ist so eine Luke. Diese Luke da, diesen Stein? Ja. Genau da stand ich. Cool. Nee, ist echt cool. Aber wir müssen zurück, weil sonst müssen wir da vorne an der Enge rüber schwimmen. Hä? Weil wir es nicht schaffen, komplett um das Ding herum dann so. Nach Hause.
Das heißt, wir müssen gleich zurück. Und das ist voll ätzend, weil es ist derselbe Weg und den müssen wir zurück. Aber wir könnten ja als kleine Herausforderung nicht den Weg, sondern... Das haben wir doch eben schon gemacht. Ja, nur runter und hoch. Du hattest Angst, dass mir was passiert. Ja, aber das ist ja nur da geradeaus. Das ist ja ein... Oh mein Gott. Ich muss hier gehen. Das ist mir zu kriminell da. Hä? Das ist einfach... Oh Scheiß, das ist Höhenangst halt. Das ist zu kriminell. Ich würde auch gerne Fotos machen, aber ich habe immer Angst, dass mir sowas dann das runterfällt. Willkommen zu einem Lost Place. Hier seit Jahrhunderten nicht mehr besucht. Eine Sperre, eine Wassersperre. Wir sind wahrscheinlich die ersten Menschen seit wirklich 100 Jahren ungefähr. Das ist unglaublich eigentlich, dass man so einen Ort so verwahrlosen lässt. Also hier sind auch überall Bäume gewachsen. Man sieht, die Natur hat sich einfach alles zurückgeholt. Das ist richtig krass, oder? Wie kann man so viel Scheiß auf einmal labern? Also wir werden jetzt einfach weiter gucken, wann wir wieder in die Zivilisation zurückfinden und ob vielleicht in der nächsten Siedlung irgendein Mensch von diesem verlassenen Ort hier weiß. Ich will mal gucken, dass wenn man im Wald, guck hier, hier sind Kellerasseln. Richtig eklig. Aber die könnte man essen. Essen. Du würdest verhungern? Ich ekel mich davor. Ja, aber verhungern würdest du auch nicht, oder? Ja, würde ich eher irgendeinen Pilz essen. Dann vergiftet die sich und stirbt. Ich esse jetzt einen Pilz. Dann wupp ist die weg. Vor dem Durchfall des Jahrhunderts. Ich meine, ich weiß, wo lang und so. Und das finde ich cool. Ich würde mir wünschen, alle Wälder wären noch... Wälder. Wären noch so, dass man einfach querfeld eingeht. Diese ganzen Wanderwege und dann trifft man irgendwelche Opis mit irgendwelchen Gehstöcken. Und voll ätzend, oder? Finde ich so viel cooler. Einfach querfeld ein. Und jetzt sind wir auch schon wieder auf dem Weg. Schilderwahnsinn! Oh, kannst du mal aufhören damit? Oh, stöhnt hier mal durch den Wald. Was hast du am Rücken da? Nein, was du da hinter dir herbaumelst, das ist Desinfektionszeug. Ja. Weil jeder weiß, wer sich im Wald bewegt, muss sich später vom Wald desinfizieren. Immer zu. Wenn du denn, das kannst du jetzt eh nicht filmen, ja? Wenn du packst, ja, und pinkeln gehst und danach unser Essen anpackst, findest du das hygienisch? Juckt mich nicht. Was steht da? Nee, guck, das ist ein anderes Schild. Was ist das? Das ist einfach nur so ein Verbotsschild? Und ohne was drauf? Hat jemand drauf gesprüht? Ich seh das nicht. Wellengang? Dass man da reinfällt? Ohne Scheiß, guck da, das ist eine Welle. Da ist eine Welle und ein Mann. Das ist nicht denen ihr Ernst. Das ist ein kleiner Bach im Wald und die pflastern da ein Schild hin. Boah, was ist das ey, hier? Deutschland. So, weißt du, ich meine, da ist ein Bach im Wald. Und was machen wir Deutschen? Wir tun da ein Schild hin, dass da Wellengang ist. Oder. Soll ich aber sagen, wo es hinläuft? Die Kinder von heute, die brauchen auch so Schilder. Weil sonst, die denken doch nicht nach. Dann sehen die das Schild. Strömung! Wir dürfen da nicht schwimmen gehen. In den 10 cm tiefen Bach. Oh Mann. Wir reden von dem Bächlein da unten. Wir sind jetzt wieder an unserem Platz. Mein Gehstock ist noch hier. Wir lassen jetzt erstmal ein bisschen hier runterbrennen. Dann ist da so ein bisschen Kohle, Mini-Kohle. Und dann tun wir nur noch ganz kleine Stücke nachschmeißen und stellen da drauf. Und ich habe hier 5 Minuten Terrine. Man kennt ihn, so der richtige Abenteurer. Der geht vorher in Aldi und kauft sich die 5 Minuten Terrine.
könnt ihr auch Pilze pflücken. Jackie total abwesend. Die ist ein Smombi. Nein. Weißt du, was ein Smombi ist? Ja, ein Smartphone-Zombie. Ja. Voll geil. Das war ja angeblich, guck mal hier. Das war ja angeblich mal das Wort. Wort des Jahres. Wort des Jahres war das, ne? Was soll das? Wir lassen unseren Wanderstock hier. Haben wir, glaube ich, schon gesagt, ne? Oder du zumindest. Vielleicht kommt ja irgendwann jemand an diesen idyllischen Platz, wo niemand weiß, wo das ist, und findet diesen Stock und nimmt ihn mit nach Hause und hängt ihn sich über den Kamin. Ja, meine Lieben, das war auch schon das ganze Video. Und warum jetzt die Wanderung Hanfwanderung heißt und man überhaupt nichts im Video von Hanf findet, das seht ihr dann auf dem Kanal von der lieben Jakita. Die ist unten in der Beschreibung. Unbedingt vorbeischauen, da kommt nämlich auch bald der Vlog aus ihrer Sicht. Und da erfährt man dann auch, warum das eine Hanfwanderung war. Adios, ciao.